Dieses Jahr haben wir bei Grass Valley Belden Grand bei der Kameraseite eine neue Kamera, die wir bisher noch nie gezeigt haben. Das ist die LDX 4K UHD-Variante. Die basiert auf der regulären LDX-Kamera mit ihren FT-CMOS-Sensoren, die wir ja vor 2 Jahren hier auf der IBC vorgestellt haben. Und diese Sensoren werden verwendet in einem unterschiedlichen Betrieb gegenüber der Standardkamera. Und zwar werden die in 1080 Progressive betrieben mit 50 oder 60 Vollbildern. Und aber intern wird das Signal in 444 Bandbreite verarbeitet. Das heißt, wir haben im Kamerakopf sogenannte 6K Rohdaten zur Verfügung, 2K Rot, Grün und Blau. Und diese werden auch als Rohdaten über die neue XT-Fiber-Übertragungsstrecke übertragen zur Basisstation, und innerhalb der Basisstation werden dann aus diesen 6K-Rohdaten die 4K-Signale generiert durch ein aufwendiges Processing, und erst auf diese endgültigen Daten wird dann das endgültige Contouring, Detail und so weiter gemacht. Also das eigentliche 422 4K-Ausgangssignal wird erst endgültig nach dem Upconverting generiert. Die Besonderheit dadurch ist, dass die Kamera in dem normalen 1080p-Betrieb läuft, was bei der LDX ja bedeutet, dass sie dieselbe Lichtempfindlichkeit, denselben Störabstand und denselben Dynamikumfang hat wie in einem regulären 1080i-Betrieb. Das heißt, spezifiziert ist das bei uns Blende 12 bei 2000 Lux, und wir erzielen diese Blende 12 bei 2000 Lux auch in 4K, und das ist eine Besonderheit. Das heißt, der Kunde kann seine normalen B4-Mount, also 2/3-Zoll-Optiken verwenden, hat seinen ganzen Umfang von bis zu 100-fach Zoom-Optik in einer extrem hohen Lichtempfindlichkeit zur Verfügung. Und durch diese hohe Lichtempfindlichkeit ist man auch in der Lage, relativ weit abzublenden, was wiederum zur Folge hat, dass man eine relativ große Schärfentiefe hat, was wieder bei 4K-Produktion ja noch wichtiger ist wie bei 1080i oder 1080p. Alle diese Vorteile gewinnt man durch das Konzept. Das heißt, wenn man es zusammengefasst sieht, ist es ein Konzept, das ist optimiert für Live-Produktion und soll unsere vorhandenen LDX-Kameras ergänzen für die Anwendungen, wo der Kunde 4K haben möchte. Die Kameras werden sich auch in den normalen HD-Moden umschalten lassen. Das heißt, die 4K-Kamera kann auch vollwertigen 1080p-Betrieb oder 1080i-Betrieb. Das heißt, für unsere Kunden ergibt sich dadurch die Möglichkeit, mit einer Kamera alle denkbaren Produktionsformate, die man heute kennt, abzudecken. Die LDX-Serie besteht ja aus verschiedenen Kameramodellen, von der Entry-Level-Kamera, der LDX Flex, bis hin zur LDX WorldCam. Das ist die Variante, die alle Formate inklusive 1080 Progressive kann. Und die neue 4K-Variante, die basiert ja auf der WorldCam, bietet aber noch mal mehr an Möglichkeiten und auch eine größere Übertragungsstrecke. Und die wird ca. 25% teurer sein wie eine WorldCam in vergleichbarer Konfiguration. Das heißt also auch preislich durchaus in einem Rahmen, der es einem Kunden erlaubt, sich auf 4K vorzubereiten oder 4K zu investieren und unter Umständen auch erst später zu verwenden.